In diesem Video geht es heute um das Trapez, die Eigenschaften und die Konstruktion. Das Trapez gehört zu den Vierecken, hat also vier Eckpunkte, vier Seiten, vier Winkel. Zu den Seiten kann man sagen, dass zwei Seiten parallel sind, und zwar die Seite A und die Seite C. Und ansonsten hat das Trapez leider keine besonderen Eigenschaften, die wir uns beim Konstruieren zunutze machen können. Wir brauchen deswegen auch vier Bestimmungsstücke. Beim gleichschenkligen Trapez würden wir nur drei brauchen. Wir haben hier gegeben die Seite A, die Seite D, den Winkel Alpha und den Winkel Beta, und ich habe das alles auch in der Skizze schon farbig markiert. Wir starten bei der Konstruktion mit der Seite A, die ist 6 cm lang, und im nächsten Schritt können wir gleich die beiden Winkel zeichnen. Den Winkel Alpha mit 70 Grad und den Winkel Beta mit 55 Grad. Wir zeichnen hier nun die beiden Schenkel ein und können dann die Seite D gleich abschlagen. Die Seite D ist hier, hier schlagen wir die 3,5 cm ab und wir haben schon drei der vier Eckpunkte, A, B und D. Durch Parallelverschieben der Seite A erhalten wir jetzt auch noch den letzten Eckpunkt, den Eckpunkt C. Das Trapez gehört jetzt noch ordentlich beschriftet, Eckpunkte wie immer gegen den Uhrzeigersinn A, B, C, D, Seiten auch gegen den Uhrzeigersinn A, B, C, D, und wir sind mit der Konstruktion schon fertig. Den Hefteintrag schreibst du bitte wie immer in dein Heft, die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematikstunde.